Mein Traum war immer, nicht so ein kleines Tischchen zu haben, sondern einen grossen Tisch, wo man mit grossen Kindern und Schwiegerkindern herhocken kann. Und das ist jetzt einer meiner Träume, der wahr wird. Wenn wir Besuch hatten, wenn aber der Besuch kam, ist es gewusst, auch die Arme, oder? Auch das Haus, auch das Heizung, sind mit der Skianlegung gekommen. Wir haben gewusst, gut, Kollegen kommen, die sind ein bisschen die Fröhrchen, haben wir eingeführt. Bis etwa 10 Uhr am Morgen brennt hier schon das Licht und am Abend so ab der 4 Uhr auch wieder. Und ich habe sehr gerne helle Räume, nicht nur im Esszimmer oder in der Stube, sondern auch im Schlafzimmer. Tagsüber habe ich gerne sehr hell, aber die Nacht im Schlafzimmer, das ist der Raum, den ich gerne möchte, wirklich abdunkeln mit Vorhängen, dass ich gut schlafen kann. Also ich freue mich auf die Dachfenster, weil das ist für mich wirklich etwas Neues. Kenne ich nicht. Hier haben wir es nicht. Und ich bin gespannt, wie das näher kommt, eben auch mit dieser Lüfterei. Ich bin jetzt der Typ, ich lüfte für meinen Mann zu viel. Weil ich finde einfach so frische Luft, das ist einfach schon angenehm. Auch wenn wir auf dem Land sind und es manchmal ein bisschen anders schmeckt. Frische Luft ist mein Lebenselixier. Also das, ohne das würde ich wahrscheinlich kaputt gehen. Und auf die erste Nacht im neuen Gebäude, auf die freue ich mich unwahrscheinlich. Wir haben hier einen Anbau eines bestehenden Gebäudes. Dort oben drin, damit wir Tageslicht in den Wohnbereich hineinbringen, haben wir mit Velux zusammen verschiedene Produkte, die wir setzen. Die Dachfenster, die jetzt eingebaut sind, gefallen mir sehr gut. Das ist optimal. Die Komfortaspekte wie Licht, Lüften, automatische Steuerung, die ganze Heizung, Beschattung und so weiter. Das ist natürlich immer ein Thema in der alltäglichen Arbeit bei uns. Der Umbau hat ziemlich genau 10 Monate gedauert. Für mich sehr faszinierend, weil ich ein gewöhnlicher Bürogummi war und siehst, was da entsteht. Oder das tut dir einfach nur die Schuhe auf. Das war sensationell. Alle, die hier einfach reinkommen und durch den Gang laufen, ist einfach wow. Einfach die Helligkeit und einfach die Weite oder die Grösse, die wir haben. Voran haben wir eigentlich klein und feister und alles noch so ein bisschen geschrägt. Also von dem her sensationell. Ich hätte nie geglaubt, dass das so viel sensationell wird, dass man überhaupt mal so etwas leben kann. Meine Erwartungen sind vollständig übertroffen worden. Faszinierend an den Dachfenstern finde ich einfach die Helligkeit, die es aus diesen Dachfenstern gibt. Ich würde es auf jeden Fall jedem empfehlen, wo irgendwelche Dachfenster rein zu tun. Aber das ist für mich gar keine Frage. Ich würde das jedem weiterempfehlen.